Hallo, ich bin's wieder, die Silvia. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dir heute den V-Step erklären zu können, vom Step Aerobic, so dass du die Grundschritte nach und nach lernst. Sieh auch in meinen anderen Aufnahmen nach, da findest du die weiteren Grundschritte. Heute der V-Step. Ich mache dir den Schritt in Rückansicht vor, so dass du ihn genauso mitmachen kannst und erst anschließend in Frontansicht. Du beginnst mit dem rechten Fuß. Setzt den Fuß rechts, links, rechts, links. Schön nach außen setzen, den ganzen Fuß auf Step rauf und wieder zur Mitte zurück, so dass es aussieht wie ein V. Und da der Step englisch ist, heißt er V-Step. Von der Zählzeit her ist es 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Arme kannst du zum Beispiel so dazu nehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt nochmal von der Frontansicht her. Beginn du wieder mit deinem rechten Bein, erst ohne Arm. Oben, oben, und unten, hoch, hoch. Ab und ab. Gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Richtung der Arme zeigt immer in die Richtung des Beins, das nach oben geht. Also 1, 2, 3. 4 und 5, 6, 7, 8. Super gemacht, schön, dass du bis dahin durchgehalten hast. Bleib dran, schau in meinen anderen Tutorials. Da zeige ich dir noch weitere Schritte vom Step Aerobic. Mach mit und ich freue mich darüber, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, also ein Like und auf mein Abo klickst. Dann bekommst du auch immer die neuesten Videos wieder zugesandt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.